Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Miss-Survival-Abenteuers. Der Nebel fängt an, sich hier so breit zu machen. Wir haben aber ja auch noch eine ganze Menge Sachen, die wir bauen können. Zum Beispiel müssen wir auf jeden Fall ja irgendwie ein Trockengestell uns noch zimmern. Das können wir ja hier ganz bequem in die Bude stellen. Brauchen wir ja gar nicht für raus. Fangen wir doch einfach mal an. Dann können die da draußen, die kommen ja jetzt nicht rein. Sag ich jetzt einfach mal. So, das waren glaube ich auch wieder zwei Seile, ne? Und dann müssen wir gleich mal das Huhn irgendwie noch verarbeiten. So, haben wir das schon mal fertig. Und dann müssen wir draußen dann irgendwie nochmal für die Haut, fürs Leder dann nochmal ein Gestell bauen. Aber ich würde sagen, erstmal Getränke wegstecken und dann können wir uns mal um das Huhn kümmern. Die Pillen haue ich hier mal mit zu. Dann kann ich mir merken, wo die sind. So, da ist noch eine Säge. Na? Huhn. Dann wollen wir das doch mal zerlegen. Fünf Federn. Oh, okay. Ja, das haben wir doch gut überstanden. Das Fett von den Rändern. Ja, dann hau mal an hier. Ich habe auch gerade Hunger. Passt. So. Und dann müssen wir uns irgendwie mal um Bett und sowas kümmern. Als nächstes. Der Huhn geht ja schnell. Ist auch schnell verbrutzelt. Und dann als nächstes gucken, dass wir den Pickup klar kriegen, dass wir dann sowas wie die Werkbank holen können. Denn die jetzt bauen, wenn da hinten eine steht, das muss ja nicht unbedingt sein. Wie viel Schuss hatten wir eigentlich in der Binelli? Fünf. Hatten wir da noch Munition? Ja. Können wir die ja auch noch mal nachladen, ne? So, mach hin, ich habe Hunger. Ich kann mir noch mal eine Wasserflasche irgendwie in die Tasche stecken. So, super. Das Feuer kann sich da jetzt ausbrennen und das Fett kann zu Ende rendern. Da brauchen wir uns ja nicht drum kümmern. Oh, gleich mal zwei Stücken reinziehen hier. So. Wunderbest. Oh, ich habe gerade einen schwarzen Bildschirm. Ich sehe gerade nichts. So, jetzt sehe ich was. So, Bett ist hier weg. Dafür hat er uns aber Schränke da gelassen. Sogar mit was drin. Und noch wieder Patronen für die Schrotflinte. Reichlich. So, was nehmen wir denn für ein Bett? Wir haben hier einige zur Auswahl. Boah, ich würde sagen, dass das Modell.
sondern nicht gleich das aufwendigste Modell uns aussuchen. 10 Bretter, 6 Kisten, 6 Stoff. Weiß nicht, ob ich genug Kisten habe. Nee. Aber 10 Bretter kriege ich auf jeden Fall hin. Und ein Stoff habe ich schon in der Tasche. So. 6. Okay. Aber rote Kisten finden wir ja bestimmt gleich wieder. Ach nee, das reicht sogar. Ich hatte nur welche in der Tasche. Ja, perfekt. Schlafzimmer steht. Alles gut. Schick mir den neuen Jalousien. Perfekt. Perfekte Hütte. So, jetzt wird es aber schon wieder Abend. Also vertagen wir das Looten um eine Nacht. Wir könnten natürlich jetzt schon mal hier dieses Gestell anzeichnen. Wo ist es denn? Da. Wo soll das hin? Ich glaube, stelle ich mal hier an die Ecke. 8 Bretter, 6 Seile, 8 Nägel. Okay. 8 Bretter. Habe ich noch 6 Seile? Ja, das passt genau. Und Nägel hatte ich doch auch. Dann kriegen wir das auch schon fertig. Dann ist auf jeden Fall Bierjagen angesagt. So schnell wie möglich Gedärme trocknen, dass wir einen Bogen bauen können. So. Die Nägel können auch wieder zurück. Wir können eigentlich noch mal einen Speer klöppeln, einen zweiten. Da. So, ja, dann ist auf jeden Fall Bär angesagt. Und ich könnte mir natürlich jetzt auch, um die Werkbank zu holen, dann müsste ich die ganzen Sachen aus dem Auto in das Auto packen. Dann hätte man natürlich den Pickup schnell schon klar. Ist die Frage, was jetzt wichtiger ist, looten oder Werkbank holen, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Weiß nur nicht, wie lange das jetzt dauert. Es ist 8 Uhr. Boah, wir riskieren das jetzt mal. Mal die Fackel mal anschmeißen. Ich habe keine Streichhölzer in der Tasche. Dann ist das natürlich witzlos. So. Mach doch mal an. Und irgendeine Waffe hätte ich dann aber auch gerne in der Hand. Nur so für alle Fälle. Aber ich glaube, ich nehme die Axt. So, wir hatten ja die Zündkerze hatten wir ja schon drin. Mal gucken, wann wir hier irgendwie überfallen werden. Beste Zeit, um jetzt irgendwie Auto zu rödeln, ne? Ne? Gucken, wann uns hier wer beehrt. Oh, Fackel geht aus. Die hält nicht lange. Uah, ich sehe ja mal so gar nichts. So, erstmal wieder. Das war doch mit V. Nee. Was will ich da denn jetzt? Moment. Ist die kaputt? Machen wir mal Licht an. So. Ja, die ist Schrott. Okay. Ja, dann war das V. Ne, wieso hat er die jetzt nochmal befüllt? Ach doch. Nee, alles gut.
Ja, aber die jetzt dann beim Ein- und Ausbauen in der Hand zu halten, ist natürlich auch. Oh, guck mal, Sternenhimmel. Cool. Ey, das ist jetzt aber auch. Wie spät haben wir das? Na, das ist ja noch nicht richtig Zeit zum Pennen, ne? Ja, komm. Wir riskieren das jetzt. Mehr als dass es in die Hose geht, kann ja nicht passieren. Das canceln wir mal. Ja, nee, 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 nee. So, jetzt. Jetzt kannst du kommen. Wo bist du? Wo steckst du? Ja, habe ich jetzt so einen mitgekriegt. Ich kann jetzt natürlich noch nicht sehen, ob ich meine Verbände benutzen kann. Wo ist denn der? Wie, jetzt ist er wieder weg. Ich weiß nicht, ob die uns auch. Wo bist denn du? Wo steckst denn du? Das denn für eine feige Socke? So. Gib mir dein Loot und ich gehe jetzt mal ganz schnell in die Hütte. Ich krieg Gänsehaut. So, wieso ist die Fackel eigentlich wieder ausgegangen? Nee, wir gehen jetzt ins Bett. So. Schluss, das machen wir bei Tageslicht. Hat der Oha. Oh, kann ich. Nee, kann ich nicht. Boah, ist dieser Bug immer noch, dass man das nicht kann? Na super, ja. Ja, fein, Leute. Also die Verbände sind nutzlos. Das ist natürlich echt uncool. Also bleibt es bei dem Selbstheilungsprozess. Wissen wir das? Hat er das noch nicht in den Griff gekriegt? Wir verpennen das Schauspiel jetzt mal. Schlafen uns ein bisschen gesund. Okay. Ja, jetzt sind die alle weg, ne? Aber das ist natürlich übel. Also dann brauche ich aber auch kein Alkohol herstellen und so. Das kann ich mir dann auch alles sparen, weil wenn die Verbände nicht helfen, dann müssen wir eben entsprechend dann vorsichtig sein, wenn wir ein Banditencamp frequentieren. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Karre klar, holen uns die Werkbank und gucken mal, ob wir den Bär da erlegt kriegen bei der Tanke. In der Zeit kann ich dann schon mal ein bisschen heilen. Ne? Nee, noch kein Nebel. War es auch ein bisschen arg früh. So, kipp da mal schon mal ein bisschen was rein. Nicht alles, das reicht. Motor. Der Motor geht schneller einzubauen als die Reifen. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz ausgegoren. So, die Karre ist erstmal schier. Mal eben die Taschen so weit leer räumen, wie es irgend geht.
Trinken nehme ich jetzt mit. Ja, Verbände kann ich dann jetzt erstmal hier lassen, ne? Brauche ich den Slot ja dafür nicht zu benutzen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir unterwegs sind. Das Essen nehme ich mal lieber noch mal mit und stecke mir lieber noch mal. Oh, ich könnte ja hier einfach auch jetzt noch mal eben schnell was essen. Und dann mache ich die schon mal leer. Alles gut. So, Abflug. Bär. Bär und Werkbank. Mal hier. Also die Pickups fahre ich nicht so gerne wie die anderen Autos. Uah. Die sind ganz schön klobig. Sehen, dass wir an den Banditen da vorbeikommen, ohne dass sie uns abknallen. Ja, das hat schon mal funktioniert. So, jetzt müssen wir uns hier durchwurschteln. Na, 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 na. Kippen nicht den Wagen um. So, Werkbank. Wo ist der Bär? Da ist der Bär. Geh doch mal auf dein Auto rauf. Speer. Gucken, ob der uns hier gleich sieht. Ja, fein. Komm du mal bei mich bei. Ja. Das ist schön, da stehst du richtig gut. Ja. Sehr schön. Wunderprächtig. So, wir brauchen auf jeden Fall zwei. Erstmal so das Nötigste nehmen. Ja, Fleisch hätte ich aber gerne. 3,5 Stunden. Ja, wir probieren es mal aus. Gucken, ob wir in den Nebel geraten oder ob wir glatt durchkommen. So, dann sind die Taschen aber auch voll. Gelootet wird hier jetzt nicht, aber ich werde die Werkbank kann ich ja schon mal mitnehmen. So. Dann stört uns beim Möbelrücken auch kein Bär mehr. Alles gut. So, du kommst da ruf. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwie eine Kiste hier oder so. Dann könnten wir natürlich auch noch looten. Hier war keine, ne? Keine transportable Kiste. Oh, da ist ein Autoreifen. Den hätte ich natürlich auch gerne. Aber ich kann ja hier mal eben was essen und was trinken. Wir haben wieder zwei Slots frei. Läuft. So. Ja, rote Kisten. Die kann ich dann auch schon mal mitnehmen. Zahnrad, nett. Merken. Ja, aber das karren wir jetzt erstmal nach Hause, hängen das Gedärm auf und desto schneller sind wir an unserem, haben wir unseren Bogen. Moment, Moment, Moment. Was sehen meine entzündeten Augen? Ja. Perfekt. Dann können wir ja doch noch ein bisschen looten. Dann nehmen wir nämlich jetzt einfach stumpf diese Kiste mit nach Hause. Die passt doch da noch auf den Pickup, oder? Wenn wir ein bisschen kreativ sind.
Kriegen wir die da nicht noch irgendwie oben drauf gestellt? Ja. Vielleicht ein bisschen besser auf der anderen Seite, ne? Da ist ein bisschen mehr Platz, so wie es aussieht. Sehr kreativ. Mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert. Weiß ich nicht. Aber den nehmen wir auch mit. Ist da irgendwas drauf? Nee. Ja gut, aber dann haben wir jetzt ja noch ein bisschen Platz. Dann will ich noch mal eben das Zahnrad da auf jeden Fall rausholen, bevor ich vergesse, wo das war. Dann können wir nämlich auch, wenn wir noch ein paar mehr finden, können wir auch die Werkbank nämlich dann upgraden. So, das nehmen wir mal alles fein jetzt mit. Eimer ist auch gut. Da war nichts mehr drin, ne? Wie viele Slots habe ich noch? Oh, ich habe reichlich Platz. Hier nochmal das eine oder andere Auto leeren. Ach so, das sind alles nur diese Nicht-Loot. Doch, da ist eine Karre zum Looten. Ja, guck mal. Fehlen uns noch zwei Autoreifen. Auch noch Autos. Ja, Jungs. Wo seid ihr denn? Hier unten? Der Blutspur nachzufolge? Ja. Ne, sieht nicht so aus. Dann sind die oben. Kippen? Das ist auch neu. Wofür bitte braucht man denn Kippen? Also ja, ich weiß, wofür man die braucht, aber im Spiel? Okay. So, das kacheln wir jetzt erstmal zurück. Nicht ganz so schnell. Nein. Das ist ja jetzt hier. Komm hier so durch. Ja. Und diese Reflektierung der Farbe auf der Windschutzscheibe, das ist ein bisschen nervig. So. Gleich mal aufhängen, das Zeug. Ach so, ja, können voll lachen, wenn das in der Kiste ist, ne? Aber dich können wir schon mal aufhängen. So, unsere erste Militärkiste. Schönes Ding. Ach so, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Werkbank überhaupt noch hier durchgeprügelt kriege. Jetzt auch nicht ganz uninteressant. Nicht, dass ich das alles wieder abreißen muss, um das Ding da reinzukriegen. Na? Oh, das geht. Ja, geh doch da mal rein. So, kriege ich dich da. Da sollst du ja nicht stehen bleiben. So, jetzt ein bisschen reindrehen. In die Behausung. Ja. Sauber. Bisschen dekorativ in die Ecke, ne? Schwupp. Boah, ein bisschen. Bisschen rüber und noch ein bisschen mehr eindrehen. So, irgendwie. Ja, passt doch. Dann kann ich die schon mal verbauen. Ach so, das war ja das falsche Auto. Halt, stopp, da.
Nicht schlecht. Wo haben wir? Da haben wir Handgranate, die erste Handgranate. Allerbest. So, wo stellen wir dich hin? Guck mal, dann können wir dich da in die Ecke drücken, dann kannst du so ein bisschen auf dem Gras stehen, dass er durch den Boden geht. So, das können wir da oben reinfeuern schon mal. Ja, kippen. Kann ich die dann irgendwie rauchen oder? Keine Ahnung, was kann man denn damit machen? In die Hand nehmen kann man sich die nicht. Man kann sie nur fallen lassen. Dann packen wir die mal erstmal da rein. Ich weiß nicht, wofür man die braucht. Nur den kannst du jetzt aber auch essen. Brauchst nicht in den Schrank schmeißen. Noch wieder eine 100er Crowbar. Das lassen wir uns doch gefallen. So. Da war ja nicht mehr, kann ja auch nicht, ein Pickup. Dann wollen wir ihn noch hier mal eben schnell noch mal brutzeln. Und die Handgranate, jo, die würde ich mal zur Munition. Ne, da brauche ich 5 Slots, das passt genau. Schmeiße ich die erstmal hier mit dazu. So. Jo. Habe ich denn noch genug Brennholz? Ja, könnte ein bisschen mehr sein, ne? Obwohl für den Bären reicht das jetzt auch erstmal. Den kriegen wir damit gerade noch so verarbeitet. Hau rein. Ja, kuschelig. Lecker Fleisch. Das braucht auch eine Weile, ne? So ein. Wie hab ich denn noch? Ja, ich habe ja noch zu trinken. Tageszeit, knapp 2 Uhr. Oh, ich sehe schon, wir sind schon wieder am Episodenende. Oh, die Zeit, die geht so schnell in diesem Spiel. Aber den Bären, den machen wir eben nochmal fertig. Die kann ich. Oh, ich könnte eigentlich. Das könnte ich eigentlich nochmal eben machen. Ich darf nur nicht vergessen, dass der Bär da noch irgendwie vor sich hin dünstet. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Da, Mülltonne. Die verstecke ich mal hier hinten in der Ecke. Die hat dieses blöde große Zeichen immer. Zwei Kisten, zwei Bretter, 4 und 4. Aber jetzt erstmal gucken, was der Bär sagt. So, 4. Reicht nicht. 2. Jo, jo. Lecker. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Nee, das dauert zu lange. Wenn ich da jetzt anfange zu bauen, dann ist das Fleisch auf jeden Fall verkohlt. Das tröpfelt da munter vor sich hin. Ja. Das mit dem Selbstheilungsprozess. Da wären mir die Verbände lieber, muss ich sagen. Aber ist nun mal so, ne? Müssen wir uns auch noch ein Schild basteln. Hier, und wenn wir dann an der Werkbank können wir dann das nochmal verstärken mit Metall.
ein sehr nützliches Utensil. So, können wir die aber schon mal so weit zurechtklöppeln, dass nur noch die Kisten fehlen. Ja, dann sind wir wieder an einem Episodenende angelangt. Die Zeit, die rennt. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Der erste Bär hängt zum Trocknen und in der nächsten Folge würde ich vorschlagen, dass wir mal darüber tigern und dann mal das Militärcamp uns genauer angucken und gucken, was wir da so alles gelootet kriegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, sage danke fürs Zuschauen und tschüss.